Freunde, ich habe neue Infos zu Adrian Toomes, alias Vulture. Der geflügelte Kriminelle scheint uns... Krebs zu leiden und wurde in die Krankenstation des Raft verlegt, was die Öffentlichkeit ein Vermögen kosten wird. Ich frage Sie, warum gibt es eine Krankenstation im Raft? Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis voller Irrer. Lasst der Natur ihren Lauf, wenn die krank werden. Das ist brutal, aber die Steuern sind das auch. Haben eine Geiselnahme mit Bus voller Zivilisten. Zeugen melden Loyals an Position. Eine Geiselnahme auf einem Tourbus. Eine echte New York Reality Tour. Alles abriegeln. Wir können hier. Gute Nacht! Wird frisch hier draußen und ohne Umschweife! MJ, ich bin am ersten Ort auf deiner Liste und rate mal, was ich gefunden habe. Dämonen? Die Kandidatin hat 100 Punkte. Du kannst rausfinden, was die vorhaben und ich stelle mich mal vor. Einfach wunderbar! Ihr müsst die zweite Mannschaft...
Zeit für einen Schichtwechsel, hä? Gut, weil diese anderen Typen beeindrucken mich nicht. Peter, da sollen Möbel nach Maß hergestellt werden. Wie ich das sehe, geht es eher um illegale Waffen. Und jetzt nicht erschrecken. Ich glaube, sie sind nicht maßgefertigt. Da werden die Hipster-Killer aber enttäuscht sein. Noch mehr von euch zu sehen, aber... Halt, Moment! Ich freue mich nicht! Noch mehr Dämonen. Schätze, wir können das nicht bei ein paar Fruchtwörtchen klären. Willkommen zur Flugshow! MJ, ruf die Polizei. Der Ort ist gesichert. Super Job. Jede Waffe, die von der Straße weg ist, ist ein Gewinn. Hey, MJ. Okay, ich habe ein paar Sachen für uns eingekauft. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich komm dann rüber. Mach dich auf was gefasst.
Tag der Besinnung, an dem wir auf gefallene Helden wie Jefferson Davis trauern und sie ehren. Aber heute schwören wir auch, niemals wieder. Das muss aufhören. Die Leute sagen, ich schiebe alles auf Spider-Man. Also, die Bombe schiebe ich nicht auf ihn. Diese feige Tat geht allein. Peter! Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Adresse, die du mir gegeben hast? Ich war da. MJ. Ich weiß. Warte. Was ist das? Hör nur zu. Das ist die richtige Adresse. Die Männer sind alle bewaffnet. Was ist das hier? Dieses Büro. Vielleicht gibt's da eine Verbindung zu Lee. Ich muss da hinten hin. Hä? Was war das? Welcher Trottel räumt sein Zeug nicht weg? Garantiert Happy. Martin Lee wirklich den Boss? Hey, Rick! Der Boss will mit dir reden. Geh rein! Ja. Ich muss in dieses Büro. Lee finanziert dafür den Boss. Win-win. Wisch mal besser die Schlacke. Was bauen die hier nur? Ist das alles für Lee? Vorsichtig. Alles in Ordnung. Immer sagte. Welches Fahrzeug braucht so große Reifen? Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Wer ist da? Hey, jemand einen 316er Steckschlüssel gesehen? Der Typ da geht nirgendwo hin. Vielleicht kann ich ihn ablenken. Ist das deine neue Gattersäge? Mist, ich bin paranoid. Ich brauche hier Unterstützung. Hat denn inzwischen jemand neues Bier geholt? Du hast die Knarre nicht zum Spaß. Benutze sie. Sehe ich mir das ein? Was ist das? Eine Art, das Büro muss rechts von mir sein. Wer ist da? Schön vorsichtig jetzt. Nichts. Meine Augen spielen mir einen Streich. Hey, warum will der Boss um jeden Preis GPS-Peilsender an allem befestigen? Handelsgeheimnisse. Er will nicht, dass jemand etwas von Grabes Staub erfährt. Trotzdem, paranoid. Wer hat dich gefragt? An die Arbeit. Die Fässer sehen wichtig aus. Was ist da drin? Komm schon, was? Lee merkt das nie. Tombstone. Hast recht, Rick. Merkt er nicht? Weil's nicht da ist. Gott verdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung! Du hast echt Eier, Rick. Mal sehen, wie hart die sind. Ja! Ah.
Wie überaus enttäuschend. Ich brauche einen neuen Schweißer. Ich kann jetzt nicht umkehren. Ich muss in dieses Büro. War wohl nichts. Jetzt komm schon. Hab ich dazu gesehen? Ich hab was gehört. Geschafft. Entwürfe. Ein Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber wozu braucht er einen Panzerwagen? Und GPS-Peilsender. Wozu braucht Tombstone die wohl? Okay, Jungs. Wir rücken aus. Holt das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Wieder, aber da du ohnehin nicht auf mich hörst. Hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke. Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Meiner ist... Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchencurry, es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich. Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Ja. Also, reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja, Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was immer das ist. Ja, ich werde recherchieren. Also, ich dachte... Wie wär's? Wir als Team? Du als meine Gehilfin? Wie Spider-Girl? Spider-Woman? Nein. Woman. Kein Sidekick. Als Partnerin. Oh. Oh nein, nicht schon wieder! Hey, dein Verbrechensystem-Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Charles Standish. Kommt mir bekannt vor. Oh, Oscorps Finanzchef. Warte. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Wo soll ich sie denn... Die Couch wäre okay. Dann sehen wir uns später? Ja. Hey, ich bin's. Das Curry ist gut. Was wissen wir über Charles Standish? Mal sehen. Finanzvorstand bei Oscorp. Bereits seit 20 Jahren im Unternehmen. Single. Bekannt für seine Kunstsammlung. Und wenn er in diesem Gebäude ein Penthouse besitzt, muss er super reich sein. Wenn Lee hinter ihm her ist, dann wegen des Teufelsatems. Okay, ich werde die Akte durchsuchen. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Ich glaube, Lee könnte etwas noch Schlimmeres als beim Rathaus planen. Also, sind... Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Verdammt!
verdammte Terroristen. Danke für die Hilfe, Spider-Man. Herr, bitte Funkspruch. Wir brauchen einen Wagen. Drin sind vermutlich noch mehr. Ihr Jungs bleibt hier. Da hat es jemand eilig. Spider-Man! Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden, schnell. Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Er wohnt im Penthouse, oberster Stock. Okay, warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Okay, ich gebe etwas an. Ihr arbeitet auch hier? Die Parkplätze werden aber echt gut kontrolliert. Guter Kampf. Der Wille war da. Aufzug geht nicht. Sie wissen, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich den Aufzugsschacht hochkrabbeln. Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Gib mir Woody. Okay, fast geschafft. Aus dem Licht bleiben. Immer mit der Ruhe.
Hohes Gebäude. Brandbomben? Im Ernst? Bewegung! Oh, oh, nicht gut. Standish. Okay, und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Er klingt nervös. Vielleicht sollte ich ihn ausschalten. Gute Nacht! Schlaf schön. Ich muss alle erledigen, bevor ich mit Standish rede. Ganz ehrlich? Das gefällt mir kaputt besser. Okay, geschafft. Hoffentlich geht es Standish gut. Das hier hätte vermutlich meinen Studienkredit gedeckt. Ugh!
Versuchen wir es nochmal. Gefahr gebannt. Hierher. Nur Finanzunterlagen. Über den Teufelsatem? Woher weißt du davon? Warum wollen die das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Mr. Osborne hat da jahrelang Geld hineingesteckt, aber das ganze Projekt ist geheim. Ich bin der Einzige, der Unterlagen darüber besitzt. Nicht mehr. Die haben etwas auf einen gesicherten Server kopiert. Gehaltsinformationen eines Dr. Isaac Delaney. Wer ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Runter! Los, los! Halt, der Aufzug ist... Bin gleich da! Fast erwischt! Versuchen Sie, langsamer zu fallen! Hab sie! Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut, gut. Naja, für einen Aufzugsschacht ist es ja doch ganz hübsch. Hey, Yuri. Alles okay? Ja, aber ich hab nicht viel aus Standish rausgekriegt, bevor diese Sable-Typen mich weggeschickt haben. Was läuft da? Ich glaube, sie wollen dafür sorgen, dass er den Mund hält. Weil er etwas über den Teufelsatem weiß. Genau. Was auch immer das ist. Ich arbeite dran und hab schon eine Spur. Eine Spur? Du hörst dich an wie ein Polizist. Du meinst... Spider-Corp. Yuri? Das ist nur fair. Peter, was ist mit Standish? Er ist in Sicherheit. Okay, gut. Und die Dämonen?